Zutaten habe ich 375 Gramm Mehl, eine Packung Backpulver, 250 Gramm Zucker, ihr könnt auch den Zucker reduzieren, ein Päckchen Vanillenzucker, 5 Eier Größe M, 125 ml lauwarmes Wasser, 250 ml Speiseöl, ich habe hier Rapsöl, aber ihr könnt auch Sonnenblumenöl nehmen und außerdem habe ich hier 2 Esslöffel Backkakao. Ich gebe jetzt alle Zutaten in meine Rührschüssel, außer das Backkakao, tue ich erstmal zur Seite und verarbeite es alles zusammen zu einem glatten Teig. Gebe ich das Backkakao rein und ich gebe noch einen Schuss Wasser rein. Das müsste reichen, weil sonst wird mir der Teig mit dem Backkakao ziemlich dickflüssig. So, und dann rühre ich es mit meinem Schneebesen. Dann nehme ich mir hier meine 26 cm Springform, die ich mit Backpapier belegt habe. Die Springform werde ich nicht einfetten, weil ja in dem Teig schon reichlich Öl enthalten ist. Deshalb braucht ihr eure Springform auch nicht einfetten. So, dann nehme ich mir hier 1 bis 2 Esslöffel von dem hellen Teig erstmal und gebe es in die Mitte der Springform. So. Und dann nehme ich mir von dem dunklen Teig auch 1 bis 2 Esslöffel und der kommt dann auch direkt da drauf. Und dann nehme ich wieder den hellen Teig und so macht ihr dann weiter, bis ihr gar keinen Teig mehr habt. Sollte der Kuchen dann am Ende aussehen und jetzt gebe ich die Form bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 50 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Ihr Lieben, ich habe den Kuchen aus dem Backofen rausgeholt und bereits auch etwas auskühlen lassen. Ich werde jetzt den Backring einmal entfernen und ja, also ihr seht auch, er lässt sich wirklich sehr einfach entfernen. Ihr braucht euren Backrahmen nicht einfetten. So. Ja, der ist noch etwas ziemlich heiß. Aber ich werde ihn jetzt erstmal weiterhin komplett auskühlen lassen. Ihr Lieben, ich habe den Kuchen auf einen Teller gestürzt und wie ihr sehen könnt, ist mein Teller genauso groß wie der Kuchen. Ich habe bemerkt, dass ich auf jeden Fall solche flachen Tortenteller oder Tortenplatten brauche. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wo ich solche flachen Tortenplatten herbekomme. Ich habe nur diese Standard zu Hause und ich finde ab und zu sind solche Tortenplatten flachen, also solche flachen Tortenplatten viel besser. Und auch den Kuchen. Dann kann ich mit diesem riechen. Ja, riech du mal. Und dann werde ich auf den Kuchen einfach Puderzucker drauf streuen. Ihr könnt natürlich den Kuchen auch mit Schokolade glasieren. Und nun schneide ich den Kuchen einmal an. Und so sieht er dann von innen aus. So, ich lege ihn einmal auf den Teller. Ein Vorteil hat es auf jeden Fall, dass mein Kanal gehackt wurde.
dass ich all meine Rezepte nochmal abdrehe und somit auch natürlich die Rezepte nochmal backen darf. Weil wenn man jetzt immer wieder neue Rezepte backt und neue Videos dreht, dann vergisst man die alten und backt die dann lange Zeit nicht mehr. Zum Beispiel so wie diesen Zebrakuchen habe ich auch schon sehr lange nicht gebacken. Also so sieht er dann auch von innen aus, wenn man ihn angeschnitten hat. Echt toll, oder diese Muster? Ihr Lieben, backt den Kuchen auf jeden Fall nach und vergisst mir nicht, eure Bilder zu schicken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.